Ja, das Gute an diesem Schwimmbad kann man sagen, es ist eben aufgrund dessen, dass es mobil ist, dass es leicht erklärt ist, von jedem im Prinzip schnell aufbaubar. Heute wird die erste mobile Schwimmschule in Bremen eröffnet, hier in Hochding. Ja, im Endeffekt bringen wir das Wasser zu den Kindergartenkindern, um sie ein bisschen ans Wasser zu gewöhnen und denen sozusagen eigentlich ein Gefühl fürs Wasser zu vermitteln. In der Bürgerstiftung haben wir zusammengesessen nach dem Sommer und waren geschockt über die vielen Toten in und um Bremen. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Wir haben uns umgehört, haben festgestellt, dass immer weniger Kinder überhaupt Wasserkontakt haben. Und dann haben wir geguckt, wer kann uns bei der Überlegung helfen. Die ersten Lernziele sind wirklich, einen gewissen Reflex aus dem Wasser heraus zu lernen. Es geht darum, dass Kinder halt wirklich lernen müssen, im Wasser die Luft anzuhalten. Das ist eines von den Dingen, die nicht angeboren sind. Und darum ist eben halt so eine Wassergewöhnung der elementare Schritt zum Schwimmen lernen. Die Herausforderung ist natürlich, dass wir eine Idee hatten, die noch keiner vor uns gemacht hat. Und wir mussten alles lernen, wie wir ein Schwimmbad aufbauen, wo wir ein Schwimmbad herbekommen. Wie können wir überhaupt draußen ein Schwimmbad betreiben und wie können wir Schwimmausbildung in so einem mobilen Schwimmbecken machen. Also alles ganz neu. Schwimmausbildung können wir, aber wie wir es hier in so einem Schwimmbecken machen, lernen wir gerade. Wir haben innerhalb von 3 Wochen dieses Schwimmbad herstellen lassen, hier aufgebaut. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich glaube, mit den 4 Wochen, die wir jetzt hier vor uns haben, werden wir deutlich machen können, es ist eine gute Idee, in diese Richtung etwas zu tun. Also unser Pilotprojekt kann man gern kopieren. Wir denken, dass es überall Kinder gibt, die keinen Wasserkontakt haben. Wir müssen verhindern, dass in Bremen umzu und in ganz Deutschland und darüber hinaus Menschen im Wasser sterben, weil sie nicht schwimmen können. Man braucht eine Zahl von aktiven, guten Schwimmlehrern, das ist ganz wichtig. Aber sonst braucht man ein Wasserbecken, man braucht ein Schutzzelt und man braucht Leute, die bereit sind, sich dafür zu engagieren.